Das ist Amapola. Amapola ist vor 10 Minuten aus der Klinik hier angekommen. Sie wurde vor etwas über einer Woche auf der Straße gefunden. Wie man sieht, mit einem gebrochenen Bein, das sie jetzt operiert wurde und hoffentlich zu ihrem Besten ausheilen wird. Amapola macht jetzt hier gerade einen total netten Eindruck. Die ist so süß, sie war auch nicht ängstlich. Sie kam gleich, auch bei ihrer Rettung, als sie an der Straße gefunden wurde, hat sie sich nicht gewehrt, sondern ließ sich einfach hochheben und mitnehmen. Da war sie auch ganz freundlich. In der Klinik genauso. Ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich so bleiben. Mit uns Menschen ist sie auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. Und sie ist verliebt in den kleinen Kerl da drüben. Deshalb ist sie gerade so ein bisschen betröppelt. Amapola ist noch nicht ausreisebereit, aber sicherlich demnächst und geht bestimmt auch gern jetzt schon auf Familiensuche, die einfach ein bisschen auf die Schönheit warten kann. Amapola, habe ich mir sagen lassen, ist die spanische Bezeichnung für eine Blume. Und ich finde, welchen Namen hätte man ihr besser geben können, als wie ein zartes Blümchen. Ein kleines schwarzes Puppi. Muppi. Zeig mal dein schönes Gesichtchen. Süße Maus. Süße Maus.